Akt 2, Alucard. Übrigens rückwärts gelesen, Dracula. Alucard. Ein schöner Sarg. Der Geist schon wieder. I've been here before. You were here too. Who am I? This to be my fate? Not this. Please, not this. It wasn't supposed to be like this. Tell me where he is. Tja, damit hallo und herzlich willkommen zu den Spiegel des Schicksals und zu Castlevania Lords of Shadows, wie schon gesagt, zu den Mirrors of Fate. Und wie wir sehen, wir sind nicht mehr in der Haut von Simon. Ich muss gerade was schreiben, Moment. So. Tja, wie wir sehen, sind wir nicht mehr in der Haut von Simon, sondern in der Haut von Alucard. Nur wer ist diese Alucard? Wir haben auf jeden Fall ganz neue Gegenstände jetzt. Wir sehen es, wir beginnen trotzdem mit Level 10, das ist ja sehr interessant. Haben aber hier eine Waffe bekommen. Nämlich eine ganz neue, den finsteren Schmerz. Die finstere Ausführung des Kampfkreuzes, wie sie von der Elite der Bruderschaft verwendet wird. Sie wurde vom Spielzeugmacher hergestellt, dem besten Schüler Gandolfis. Diese Parodie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung mit einem Metall, das direkt von der Schattenebene bezogen wird. Diese Waffe ist extrem hart und äußerst scharf. Ihre wahre Macht entfaltet sich nur, wenn eine Kreatur der Nacht damit kämpft. Tja, das ist wohl die vampirische Version des Kampfkreuzes. Macht auch eher rote Funken, statt die normalen farblosen, wie auch immer. Und was haben wir denn hier? Liegt da mal wieder eine Leiche. Als ich den großen Saal betrat, fühlte ich mich sofort zu dem geheimnisvollen Spiegel hingezogen, der in dessen Mitte stand. Die daran projizierte Welt erzittert bei jedem Schritt, den ich darauf zuging, bis ich schließlich verschwand. Ich sah eine schreckliche Vision von einem belassenen Mann, der neben meiner Leiche den letzten Eintrag auf meiner Schriftrolle studiert. Ja, er sah uns als blasser Mann. Und das ist wohl der namensgebende Spiegel des Schicksals. Und wie wir sehen, wir sind ein Vampir. Wir haben kein Spiegelbild. Dann lass uns hier mal verschwinden. Ich glaube, hier haben wir erstmal nichts zu tun. Aber auch hier alles sehr zerfallen. Können wir dann Dracula wirklich aufhalten? Oh, er macht doch einen ganz anderen Ausweich. Da müssen wir natürlich dran gewöhnen. Der Glockenturm. Nein! Ihr wisst ja, Glockentürme. Castlevania und Glockentürme. Nein, nichts schlimmer als das. Hier, wir haben keine Ausweichrolle mehr, sondern jetzt diesen Slide, sag ich mal. Gucken, ob wir damit zurechtkommen. Kann ich hier rauf? Natürlich kann ich hier rauf. Du, geh mal weg da. Die Frage, müssen wir hier rauf oder müssen wir runter? Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen hier rauf, okay.
Boah, ist die Frage, ob das jetzt der Weg nach oben der richtige Weg ist oder ob wir jetzt nur zusätzliche Sachen sammeln gehen. Durch einen blauen Mantel. Diese große Glocke oben im Glockenturm wurde früher sowohl dafür benutzt, die Zeit anzuzeigen, als auch die Bewohner der Burg von bevorstehenden Angriffen zu warnen. Ich bete, dass der Tag kommen möge, an dem sie wieder läutet, als Zeichen für den Sieg des Lichts über den Schatten. Neuer Level und neue Fähigkeiten. Oh, neue Fähigkeiten. Gulletide Ende. Okay, wir haben jetzt natürlich ganz andere Sachen als, Ach doch, die haben wir wohl schon. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ganz andere Sachen als, unser Freund Salm. Aber nein, er hat dieselben Sachen. Wie viele Level gibt's denn? 18. Da sind wir gar nicht mehr so weit weg von. Ob wir die noch erreichen können, weiß ich nicht. Oh. Willst du wohl auch mit irgendwelchen Sachen zu werfen, mein Freund? So, und jetzt geht's hier wieder runter. Ich möchte aber gerne hier lang. Und jetzt? Ne, die sind wir gerade jetzt draufgeklettert, oder nicht? Bisschen verwirrend hier gerade. Ist das die Glocke, die da unten rumbaumelt? Was gibt's denn da unten? Hier liegt schon mal nichts. Das ist gut zu wissen. Bauen wir ja schon mal nicht lang, ne? Kommst du hier weiter runter? Nee. Aber da, ach, da vorne... Das war sehr schlecht. Ich bin ein Idiot. Das war wirklich mehr als so schlecht. Unten liegt noch einer. Na gut, da lesen wir mal, was er jetzt zu sagen hat. Die letzte Leiche. Die Wasserspeier sprang von den Säulen und landete mit neugierigem Blick direkt neben mir. Ich fing an, mich meine Habseligkeiten zu erledigen, in der Hoffnung, sie so abzulenken. Zuerst kauten sie Vergnügt auf meinem Schwert herum, dann auf meinen Stiefel, meinen Helm und schließlich meinen Dolch. Aber wirklich fasziniert waren sie vom Geschmack meines magischen Medaillons, das mir jetzt nicht mehr gehört. Hat also seinen magischen Medaillon abgegeben. Ach, ihr seid das! Wasserspeier! Ihr seid eher Lavaspeier. Der Böse ist natürlich, dass wir jetzt hier keine Magie mehr haben wie unser Freund Simon. Sondern so zurechtkommen müssen. Das ist natürlich teilweise nicht mehr so einfach. Aber es ist natürlich logisch, dass es nicht mehr einfacher wird, sondern immer schwieriger. Zumindest möchte ich das doch mal hoffen, oder? Ach, guck mal, da geht's runter. Habe ich gar nicht gesehen. Aber von dieser Seite nicht, wie es mir scheint, denn da ist tatsächlich zu. Ja, er kann aber direkt ein bisschen mehr als Simon. Denn er kann sich jetzt schon überall festhalten. Ich muss auf die andere Seite. Das habe ich nicht bedacht. Absolut nicht. Ich muss nämlich tatsächlich, glaube ich, hier lang. Und dann kann ich nämlich hier auf die andere Seite schwingen. Und mich hier nach unten machen. Um auf die andere Seite zu schwingen. Wow. Haben wir auch schon alles aufgesammelt. Ja, sag mal. Was ist denn hier los? Die Turmverbindung. Überprüf dein Lebens- und deine Magiebalken, bevor du einen Kampf ziehst. Dein Leben hängt davon ab. Ja, ich kann meinen Lebensmoment nirgendwo aufsammeln. Ich hab grad die Karte. Guck mal, hier gibt's keine Karte. Ist ja lustig. Was passiert hier? Wer bist du? Diese Kreatur, wir haben sie schon mal gesehen. Mit Gabriel. Look at what you become. You don't remember me, do you? Wow! Wir bekommen direkt beim ersten Boss zu, wie es mir scheint. Und sind hier schon gestorben. Aber das scheint richtig zu sein.
Keimen. Da hat er uns geschafft. Alucard braucht nicht zu atmen unter Wasser, brauchst du dich nicht, um deinen Sauerstoffvorrat zu sorgen. Kann ich jetzt die Karte aufrufen? Nee, immer noch nicht. Das ist aber anscheinend das Gebiet, was wir das letzte Mal aufgeräumt haben. Ach, jetzt habe ich die Karte. Okay. Nö, ich kann sie nicht aufrufen. Okay. Hier sind wir wohl da, wo wir mit Simon damals das Wasser haben einfluten lassen auf dem vertikalen Gefängnis, falls ihr euch erinnert. Da erkunden wir hier mal ein bisschen Wasser. Liegt nämlich, denke mal, am Bestiarumseintrag. Die Succubus, den Boss, den wir als letztes besiegt haben. Ach, jetzt habe ich noch eine Karte. Guck mal eine an. Ah, jetzt haben wir auch in Sicht auf den zweiten Turm. Okay. Man, diesen Verbindungsturm, den kennen wir ja, oder diese Turmverbindung, die kennen wir ja schon damals aus Lords of Shadows. Da gab es die ja auch schon. Und wir haben einen neuen Bestiarumseintrag, die Succubus. Die Succubi? Was ist die Einzahl? Ich weiß es nicht. Ja, Succubus natürlich, sonst wird es hier nicht so heißen. Diese sinnliche und berauschende Kreatur sieht aus wie eine Frau, doch entstammt sie der Unterwelt und ist darauf bedacht, sich die Gunst ihres neuen Meisters zu sichern. In ihrer aus Männerfantasien entstandenen Scheinwelt wartet sie auf die Ankunft von Helden, die sie verführen und in Versuchen führen kann, um sie schließlich ihren Gebieter darzubieten. Ja, die Succubi, die haben wir besiegt, war relativ einfach, finde ich. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die Kämpfe so einfach bleiben, wie sie jetzt sind. Absolut nicht. Was ist das für ein Rohrsystem hier? Okay, müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier noch alles im Blick haben. So, ich möchte natürlich die Karten komplett aufbauen oder aufdecken. Und ich bin mal gespannt, ob wir das auch schaffen. Schade. Ist das auf jeden Fall bereit hier über alles? Hehe, hallo. Okay, hier scheint es aufzuhören. Hier unten irgendwas. Hier unten geht's weiter. Ich möchte natürlich noch nicht hier weiterlatschen. Ich möchte natürlich erstmal die Karte erkunden. Hier geht's aber tief runter, Leute. Oh Gott. Wie tief mag es hier runtergehen? Okay, hier hört's auf. Es liegt hier noch was? Nee, hier muss noch eine Sache, muss hier noch liegen. Aber schön, dass wir hier keine Luft brauchen. Deswegen können wir auch so riesige Tümpel durchqueren. Simon konnte das damals ja nicht. Denn er musste hier atmen. Alucard scheint das nicht zu brauchen. Ach, hier liegt ja noch einer. Während der letzten Jahrzehnte hat sich ein neuer Schatten ausgebreitet, der das Land in Dunkelheit erhüllt. Ein riesiger Turm, noch größer als der von Camilla, kündet von der Überlegenheit des aktuellen dunklen Fürsten. Die Soldaten der Bruderschaft werden nicht ruhen, bis diese Monstrosität gemeinsam mit seinem derzeitigen Meister vernichtet wird. Tja, Castlevania lässt sich aber nicht so einfach vernichten, wie du denkst, aber kleiner Mann. So, dann verlassen wir mal hier dieses Gebiet. Kann ich einfach kämpfen? Ne, kämpfen kann ich nicht. Ab in das Rohr, die verlassene Mine. Tja, wir bekommen mal wieder den Hinweis darauf, dass wir am besten der roten Markierung folgen. Aber ihr wisst ja, Donkey Kong Prinzip immer erstmal in die entgegengesetzte Richtung laufen, als da, wo einem hingezeigt wird. Dann nur dann findet man wirklich alle Schätze. Und natürlich mit einem offenen Auge. Ist hier unten was? Nö. Nee. Aber hier geht es wieder ans Tageslicht. Und es gibt einen Live-Balken. Das ist natürlich sehr schön, weil wir waren ja komplett tot durch diese Kreatur, die wir doch getroffen haben. Die wir ja schon damals mit Gable getroffen oder ja, getroffen und auch besiegt haben. Fledermäuse. Du hast die Fledermaus geschossen. Was? Du hast das Fledermausgeschoss erhalten. Drücke Kreis, um gegen einen Feind einzusetzen. Halte Kreisglück, um es aufzuladen und lasse Kreis dann los, um einen noch verheerenden Angriff auszuführen. Das heißt, wir werden ein paar Gegner treffen. Den Fledermausangriff. Lesen wir direkt mal durch. Wir hatten ein bisschen mehr Sachen drauf als Simon noch. Denn Sam hat ja nur 4 offene Punkte. Er hier hat direkt mal 6. Alucard übt einen seltsamen Einfluss auf die Fledermäuse der Burg aus, die ihm dienen, wenn sie gerufen werden. Auf Anordnung ihres Meisters greifen sie ein Ziel an und verwirren es einen Moment, wenn es getroffen wurde, sodass ihr Fürst die Überhand gewinnt. Ah, ein bisschen zu verwirren also. Also so ähnlich wie die Feen aus Lords of Shadows.
Das können wir wahrscheinlich jetzt gleich mal ein bisschen ausprobieren. Wow. Da muss ich erstmal noch dran gewöhnen. Ist jetzt weiter erwischt? Oh, das war ja praktisch. Hier, friss das! Und stirb! Ja, ist gar nicht mal so schlecht bei der Attacke, glaube ich. Hehehe, ich krieg euch alle. Ja, bevor wir runterfahren, geht erstmal hier weiter natürlich. Kann ich hier auch rauf? Was ist das? Ein Fahrstuhl, wie es mir scheint. Und er fährt in die Tiefe. Natürlich tut er das. Ist hier was in der Tiefe? In der Tiefe ist ein Boden. Okay, ich würde aber erstmal auf diesen Plattform hier bleiben. Mal rüber, da auf der anderen Seite ist auch noch was, aber erstmal gehe ich hier hin. Mit deinen aktuellen Fähigkeiten kannst du nicht der Tür nichts mitmachen. Ja, ist klar. Ich glaube, ich kann mir auch denken, was wir da machen müssen. So Tür platzieren und ich nenne sie mal Wolftür. Wolfstür. Wolfs. Na gut, ich mach mal so, oder? Finde ich hier irgendwo ein Ü? Nö. Hier irgendwo ein Ü? Nö. Wo gab's denn hier ein Ü? Sag mal. Ah, ist egal. So, Wolfstür. Markiert. Wunderbar. Hier kommen wir also erstmal nicht weiter. Was finden wir denn hier? Heißt auch noch was. Da liegt noch eine Leiche. Wunderbar. Nimm mir mit, ist die Frage, ob wir hätten der Fahrstuhl nicht der richtige Weg gewesen wäre, aber wir laufen erstmal hier weiter. Überall in der Burg. Verteilt sind mir seltsame mit einer Ziegelschale verzierte Türen aufgefallen. Meiner Nachforschung zu folgen, wurde dieses Siegel wohl angebracht, um den Zutritt zu bestimmten Teilen der Burg für schwächere Kreaturen zu beschränken. Ich wünschte, ich hätte die Kraft, sie aufzubrechen und die Geheimnisse zu entdecken, die sich auf der anderen Seite befinden. Ja, nicht nur du, mein Freund. Ich würde auch gerne mal schauen, was hinter der Tür ist. Aber mit euch, das müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt machen. Wow. Ich kassiere auf jeden Fall gerade jede Menge Schaden. Ich möchte hier auf. Aber sollen wir doch erstmal den Fahrstuhl benutzen? Ich weiß es nicht. So, hallo? Hier geht's weiter. Wer bist du denn? Wow! Lass mich mal von. So, hier, krieg das, mein Freund. Oh. Nochmal Blut. Heilen wir uns damit? Sieht nicht so aus, oder? Oder heilen wir uns damit? Nee, so einfach lass ich mich nicht kriegen. Erinnert mich gerade sehr stark an die. Ah, Flamme sollte natürlich nicht reinspringen. Okay, so einfach lass ich dich nicht an mich rankommen, mein Freund. So, den haben wir schon mal. Und zack, stirb, mein Freund. Der ist auch schon tot. Ja, wunderbar, haben wir doch geschafft. Also schwer war das nicht, komm. Und Tor auf. Tor auf. Weitermachen. Noch einmal oder letztes Mal. Tja, hier scheint es mir zu sein. Wow, was war das? Aber hier geht auf jeden Fall ins Wasser rein. Boah, hier geht es auch irgendwie rauf, oder? Nö.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier geht's tatsächlich richtig weiter. Deswegen gehe ich da nochmal zurück und versuche den Fahrstuhl mal zu benutzen. In der Hoffnung, dass wir dort etwas Interessantes noch finden werden. Denn diese Hoffnung darf, glaube ich, bestehen. Schnell, rauf, bevor der Dampf wieder angeht. So, wo war hier ein Fahrstuhl? Hier war der Fahrstuhl. Aber was uns unterhalb des Fahrstuhls erwartet, liebe Freunde, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, euer Moschauer. Ciao, ciao.